So, hallo liebe Freunde, und da sind wir wieder zurück bei Earthbound. Ein geiles Spiel, was? Das macht Laune. So, ups, wieder mal reden. Reden. Ich will nicht mehr nach draußen gehen. Mir doch egal, wenn ich dafür den sturen Esel hält. Ja, weil du ein sturer Esel bist. So, was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Laufen wir mal los und gehen mal zu unserer Schwester. Hallo Schwester. Halt, nicht sagen. Oh, wie sieht denn eigentlich aus? Haben wir ja schon Platz im Invent? Ich habe das Gefühl, wir brauchen das alles. Oh, ich muss jetzt was sagen. Ups. Was kann ich für dich tun? Weiß nicht, du musst was einlagern. Ich besitze dich für deinen Kram, du Idiot. Ach, yes, Gut. Pass auf dich auf und wir sprechen uns später, Ja, das machen wir doch glatt. Okay. Gehen wir mal in unser Zimmer, vielleicht können wir jetzt mal eine Runde schlafen. Prüfen. Hier ist alles in... Hier ist ja alles in Ordnung. Na gut, gehen wir noch mal raus. Und ich glaube fast, wir müssen uns, wie im letzten Teil schon fast vermutet, uns um diese Sharks kümmern. Ach Quatsch, ich verdrück mich immer. Uns um diese Sharks kümmern, diese blöden Hai-Idioten. Muni, Aiden, guten Morgen, Schlafmützer. Bereit für dein Abenteuer? Ich bin so stolz auf dich, dass du mit einer großen Keule in die meine Welt ziehst und jeden damit niederprügelst, den du triffst. Du bist so ein lieber kleiner Bursche. Ich bin so stolz auf dich. Mein kleiner Junge wird so schnell erwachsen. Ja. So, und auf geht's. Und warte schon wieder so ein räudiger Köder auf uns. Na komm her, wir nehmen jeden Kampf wieder mit, wie gesagt. Wem stört? Tut mir leid. Du konfrontierst Streuner. Hier kommt Streuners Überraschungsangriff. Streuner setzt seinen Beißangriff ein. Ein LP-Schaden bei Harry. Oh nein, oh mein Gott. Wir begehen einen Schuss auf Streuner. Streuner heult laut und durchdringend. Harry greift an. 23 LP bei Streuner. Streuner wurde zahm. Gewonnen. Wie toll. Harry erhält 4 Erfahrungen. Prüfen. Südlich der Außenbezirke von Unet. Findest du es Unet so wie ich? Gut, gehen wir mal hier runter und ich glaube, wir müssen uns jetzt um diese komischen Pangos da kümmern. Ja, und die machst du wieder alles mit, wie gesagt. Du konfrontierst abscheuliche Krähe. Schuss auf abscheuliche Krähe. Abscheuliche Krähe hat ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Harry greift an. Verfehlt das sie ganz knapp. Scheiße. Schuss auf abscheuliche Krähe hat ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Harry greift an. Abscheuliche Krähe weicht schnell aus. Sag mal, treffe ich das dumme Vieh mal? Komm, hau du's um. Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Ein LP Schaden bei Harry. Drecksack. Harry greift an. Verfehlt das Ziel ganz knapp. Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Sag's auch mal. Ein LP Schaden bei Harry. Wenn es jetzt noch 57 mal weitergeht, dann sind wir gleich tot. Verfehlt das Ziel ganz knapp. Nee, die Drecksau. Hallo? Jetzt. Harry greift an, abscheuliche Krähe weicht schnell. Was ist denn das für ein dummes Vieh? Ist das jetzt irgendwie ein anderer? Oh, das ist jetzt ein anderer, was? Der hat irgendwie mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und was das für ein Mistviech ist? Jetzt haben wir es aber, ne? Ach du Sau, gewonnen. Was war denn das für ein Mistviech? Meine Nerven. Harry erhält 3 Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Keks. Harry nimmt es mit. Wo ist mein Fruchtsaft hin? Dreckskrähe. Ich würde mein Fruchtsaft wieder haben. Mistviech. Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Hallo, Hübsche. Reden. Na, meine kleine Süße. Gelber Rucksack, was? Du kleines Schnuckelchen. Okay. Den nochmal kreuken? Reden. Harry, ich stehe vor unserem Versteck Schmiere. Kannst du übernehmen? Jo. Ich mache nur Witze, Schmiere ist nicht mein Job. Ja dann. Dann schmier aber nicht so viel, sonst schmierst du dir noch in den Hintern. Bah! Gibt's doch gar nicht, dass die Gerät so widerstandsfähig sind.
So, wenn ich mal. Pick doch in deine Enkelaugen. Das Viech. Ach, Mist. Die Grillen sind aber auch ekelhaft. So, verteidigen. Harry ist bereit. Abscheuliche Grillen nutzt die Aufregung des Kampfes, um Keks zu stehlen. Die das ist Viech. Tschüss. Harry greift an. Abscheuliche Grillen, weil schnell. Die Grillen sind nervig. Aber wir haben so einen Keks. Noch einen Keks gestohlen. Ey, das Mistviech. Lass es uns zermatschen. Dreh dem Vieh doch einfach auf den Kopf, dann ist es hin. Yeah. Und wir kriegen wir wenigstens wieder einen Keks wieder. Erhält 3 Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Keks. Ja, 2 Kekse hat er uns geklaut. Mistviech. Hässlich dummes. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Okay. Na, mit denen haben wir auch schon geredet, ne? Hau ab, na hau selber ab. Super, die Pangos da unten nicht. Gut. Müssen wir die mal zur Ressort rufen? Gehen wir halt mal runter. Okay, die waren auch so ähnlich schwer, ne? Naja, wir haben ja gespeichert. Ist ja nicht schlimm. Aber bevor wir das machen, speichern wir lieber nochmal. Es ist mir gerade besser schon. Nee, wir schenken bald fest. Ach ja, das waren so ein Häuser. Ja, die habe ich mir alle schon angeschaut. In der letzten Folge. Und wir hatten ja 2 Folgen eigentlich bloß mit rumlaufen. Und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal mehr Action hier. Action Jackson. Was steht denn da unten? Ein Panzer? Okay, da gehen wir gleich mal hin. Ich will bloß... Na, mal wieder auf Droge. Wow, wow. Glaubst du nicht, du brauchst eine Waffe? Wusstest du nicht, dass du im Supermarkt Sachen kaufen kannst, die du benutzen kannst? Ich wusste es. Na, ich doch auch, da hast du doch schon meine Waffe gekauft, Mann. Ah, Hotel. Hier können wir speichern. Speicher, Speicher, Speicher. So. Tag auch. Und wir telefonieren. Harry nimmt den Hörer ab. Papa. Harry, Papa hier. Ich habe 13 Euro auf dein Konto eingezahlt. Abzüglich dessen, was du mir schuldest, hast du jetzt nichts mehr. Nee, was du ausgegeben hast, hast du jetzt 139 auf der Bank. Oh, cool. Nun, Erfahrung fürs nächste Level, Harry, 116. Wie auch immer, was möchtest du speichern? Fertig. Dein alter Vater wird sich gleich ins Bett verkriechen. Ich habe auch deine Abenteuer wie bla bla bla. Gute Nacht, schlaf gut, fortsetzen, bla bla bla. So, wir sollen gleich 100 abhuben. 100 abheben, wir wollen ja noch was kaufen. Wir wollten doch noch was kaufen, was 100 gekostet hat. Prüfen. Willkommen beim Geldautomaten. Bitte wähle eine Transaktion. Abheben. Kontostand beträgt 139. Was möchtest du haben? 100. Von deinem Konto wurden 100 abgehoben. Bitte Geld entnehmen. Piep, pieps. So. Gehen wir mal rauf in den Supermarkt und kaufen uns mal noch hier dieses Rüstungsteil. Nicht wahr? Dieses Rüstungsteil müssten wir uns schon noch kaufen. Und hinauf, wo war denn jetzt dieser Laden? Der war hier oben, ne? Gib mir meinen Laden zurück. Gucken wir uns auf der Karte. Ah ja, Shop geradeaus. Wir gehen shoppen geradeaus. Immer wenn ich shoppen gehen will, ist geradeaus. Nein, die Bürgerbude wollen wir jetzt nicht, das ist mir zu billig. So. Ach auch. Reden. Hey, kommen Sie hier rein! Was kann ich heute für Sie tun? Ich möchte gerne etwas kaufen, junger Herr. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, kannst du nicht. Riesiger Schläger, Baseballkarte, Billigarmband. Genau, das wollen wir. Billigarmband. Willst du es irgendwie... Ja. Harris Defense Change 9 to 30. Brauchst du sonst noch etwas von mir? Nein, du bist mir zu hässlich. Danke, Kumpel. Na, Trophy? Okay. Diese Hund ist doch voll auf Droge, oder? So, jetzt gehen wir mal runter ins böse Viertel. Und versuchen uns dort mal durchzuhacken und kämpfen. Ich lauf so toll, ich lauf so schön. Wir haben das letzte Mal gegen die gekämpft. Das war das hier. Die Polizei sperrt schon wieder ab. Na, Bulle. Die Straße nach Thorsen ist zu. Du kannst dich auch nicht durch die Absperrung quetschen. Oder ist berühmt für seine Straßensperren? Das hast du schon mal gesagt. Sprich mich nicht an. Ich bin im Dienst und genervt.
Bis ich Captain Strong's Erlaubnis habe, kann ich dich nicht durchlassen. Jetzt hau ab! Okay. Oh, hallo du, schon wieder du. Oh, die Straße ist wieder gesperrt. Das ist ohne Zweck zu ruhen. Ja, du bist doof. Na, Kleiner. Ich würde von einem Typen, der jedes Schild, das er findet, liest. Dann sagte er, Jack O'Rooney, bist du das? Aha. So, da haben wir eine Bäckerei. Hier oben haben wir die... Was ist denn hier viel? Upsi, wupsi, der hat uns von hinten erwischt, das ist blöd, wir hätten uns rumdrehen müssen. Du konfrontierst Shaman Junior. Hier kommt Shaman Juniors Überraschungsangriff. Shaman Junior schwingt seinen Hula Hoop. Daneben. Oh, mein Autokampf, wa? Nein, ich drück mich nicht davor. Das wäre eine Lüge. So. Da schwingt schon wieder sein Hintern. 8 LP Schaden. Weniger als vorhin. 18 LP Schaden bei Shaman. Und immer viel Lebenspunkte. Oh nein, doch nicht. Gewonnen. Okay, dann hacken wir uns mal durch diese ganzen Kunden. Erhältst 13 Erfahrungen, so 46 Lebenspunkte haben wir noch. Da dürften wir eigentlich ganz gut durchkommen. Komm mal her, du Autonomer. Na, zeige was, komm an. Ach, mit dem kann ich reden. Willst du Frank, was? Du willst doch nicht, dass er dich verprügelt, oder doch? Hä? Der hat ja sowas von in die Rübe, du kleiner Saftsack. Okay, das ist doch gegen den... Popopunk! Ach du Kacke! Okay, noch ein Autokampf. Popopunk stirbt nach vorn. Daneben! Harry greift an. 18 LP Schaden bei Popopunk. Harry greift an. 21 LP Schaden bei Popopunk. Bank. Punk. Und schon haben wir ihn da niedergemetzelt. 15 Erfahrung, das ist gut. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Hamburger. Ach geil! Aber Harry kann kein Zeug mehr drucken. Nein! Ja. Ja, ich will was wegwerfen. Was möchtest du wegwerfen? Na, gib mir eine Liste. Ein Keks. Du willst also Keks wegwerfen? Weg damit. Harry wirft Keks weg. Und hebt Hamburger auf. Okay, wir haben bloß ein sehr kleines Equipment. Oh, eine Spielhalle. Gehen wir direkt mal rein. Zocken! Boah. Du warst es. Du hast mein Kumpel vermöbelt, nicht wahr? Ja, und du bist der Nächste. Gib's lieber zu. Ja, 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 du bist der Nächste, nicht wahr? Und die Fresse klüpf. Pogo-Bank. Bank-Punk. Oh, wieder ein Autokampf. Pogo-Punk greift an. Daneben. Harry greift an. Voll in die Fresse. Nein, verfehlt Ziel knapp. Pogo-Punk greift an und... Au, zwei Schaden plus. Okay, damit kann ich leben. Harry greift an. 17 LP Schaden bei Pogo-Punk. Pogo-Punk greift an. Und 2 EP Schaden bei Harry. Scheiße. Wir müssen dann mal Keks zu uns nehmen. Harry greift einfach viel, dass sie ganz knapp schieße. Hätten doch die Keule behalten sollen. Pogopunk fällt hin. Harry greift an. 18 LP bei Pogopunk. Pogopunk wurde zorn. Gewonnen. Aber hier sind irgendwie Sharks. Harry erhält 15 Erfahrung. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Hamburger. Aber Harry kann kein Zeug mehr tragen. Möchtest du etwas wegwerfen? Ja, ich möchte etwas wegwerfen. Was möchtest du wegwerfen? Ich möchte wieder einen Keks wegwerfen. Willst du einen Keks wegwerfen? Ja, ich möchte einen Keks wegwerfen. Und du legst und er hebt den Hamburger auf. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz bei uns ins Menü. Sachen. Und verknuspern mal so einen Keks, würde ich mal sagen. Harry ate the cakes. Harry regeneriert 6 LP. Auch nicht viel. Ach, knusper gleich noch so einen Keks. Wie viel mehr Platz haben wir denn? Nutzen. Harry ate the cakes. Harry regeneriert 6 LP. So, haben wir da 12 drauf. Damit kann ich die eigentlich irgendwie hier prüfen. Hier ist alles in Ordnung. Nee, du sollst doch nicht alles in Ordnung sagen. Ich will ja was spielen. Prüfen. Hier ist alles in Ordnung, verdammt. Ach Leute, das wird ein langes LP, aber das ist irgendwie geil. Aha, aha! Das klingt wie ein echtes Weichei. Werd nicht recht, sonst mache ich dich fertig. Ich habe schon ein paar von deinen Leuten da draußen zusammengeschlagen. Du bist der Nächste. Okay, ja. Hey Junge, willst du bei uns Mitglied werden? Ja. Komm wieder, wenn du mit Earthbound fertig bist. Ist ja geil. Komm wieder, wenn du mit Earthbound fertig bist. Das ist ja cool. Okay. Gehen wir mal rauf. Hey, was ist das? Reden. Frank hat eine unglaublich starke Waffe. Solltest du sie in die Finger kriegen, könntest du sicher jeden Gegner besiegen. Hihihi, cool, was?
So kann ich hier irgendwie reden. Um ehrlich zu sein, trinke ich gerne Tee und esse frisches Gemüse. Aber das passt nicht zu meinem coolen Image. Hihi, ich soll mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Und du? Reden. Kaum Mampf, kaum Röschel, kaum Schwatz. Willst du kaum Gummi? Kauf dir selber welche. Schwarzer. Wenn du etwas kaufst, das du ausrüsten möchtest, rüstest du es auch wirklich aus. Hihi, ich habe meinem Feind einen Tipp gegeben. Ich bin so verdammt cool. Ich muss wohl vollstes Vertrauen in meine Fähigkeit haben. Also, bist du bereit, Trottel? Du bist ein Trottel. Du kommst um Skatepunk. Oha. Natürlich mache ich das mit dir selber. gut. Blöde Sau. 7 MP haben wir jetzt bloß noch. Ne? Wir sind schon ganz gut gerüstet gegen die. Das sieht schon ganz gut aus. Noch 1-2 Stufen aufsteigen, das sieht ganz braun aus. Aber ich sehe jeden Kampf mit dem wirklich jeden, weil bei diesem Spiel möchte ich noch nicht. Also offscreen. Möchte ich hier noch nicht skillen. Ich möchte ein bisschen. Also außer es würde wirklich zu lang. Dann werde ich natürlich immer mal so 1-2 Stunden nur leveln. Offscreen natürlich, weil das war sonst zu langweilig. Aber so haben wir nichts davon gesehen. Wenn wir alles gesehen haben, was wir hier sehen können, und ich denke, wir könnten vielleicht noch 1-2 Level aufsteigen, dachte ich mir, dass ich dann mal offscreen level, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. So. Dann nehme ich auch alles auf. Hier ist alles in Ordnung. Du sollst nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Du sollst hier was machen. Du sollst mal so ein Spiel zocken. Das gibt's doch her. Das Spiel hat 2 Megabyte. Und wie viel sprichst du? Mit dem Automaten. So, den nochmal ankorken. Aha, du klingst wie ein echtes Weichei. Werd nicht frech, sonst mache ich dich alle. Naja. Schade, also mehr können wir nicht machen. Und wenn wir Earthbound durchgespielt haben, sind wir so stark, dass wir hier... Willst du nicht mit mir anlegen, oder was? Hä? Du Birne, du Kunde, du Kind? Und hau ich dir in die Fresse. Ja, der schon wieder. Ach komm, wir machen mal so. Skateband fertig mit seinem Skateboard über die Füße. Aua, 7 LP schon bei Harry. Harry greift an. 19 bei Skatepunk. Was mache ich denn? Ach so, wir haben noch Zeit. Da muss ich echt drauf gehen hier. Ja, du fasst mal die Füße. Das darf nicht nur mit meinem Fass ins Gesicht hauen. So, haben wir doch. Der ist er. Skatepunk wurde zahn. So, gewonnen. So, wir müssen jetzt mal einen Hamburger zu uns nehmen. 12 Erfahrungen. Na, das ist gut. Ach, das Spiel ist irgendwie geil. Danke SNES Project und danke nochmal Ulf, dass du mir dieses Spiel hier empfohlen hast. So, Sachen. Wir schnabulieren mal so einen Hamburger. Harry ate a hamburger. Harry's up ist völlig voll. Ah, die füllt er ganz auf, das ist ja cool. So, was haben wir denn hier? Pizza? Die nächste öffnet Pizza pronto zweigstelle, oder? Ja, die Pizza, die pronto, ich komme in die Super Mario. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.